Servus, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde mit Evil Dynasty. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Leider haben wir verpasst, unten an der Taverne zu schauen. Sie kommt nämlich gerade von der Taverne. Nächstes Mal, wenn es Abend ist, wenn Feierabend ist hier und wir auf dem Feld sind in unserer kleinen Stadt, möchte ich auf jeden Fall mit euch da runter und gucken, was es zu treiben. Heute steht einiges auf dem Plan. Wir gehen jetzt gleich gemeinsam in den Herbst rüber. Nochmal reinlinsen, ob noch einer drin sitzt. Ne, sind sie jetzt mittlerweile alle im Bett. Aber es ist auch nach 22 Uhr. Schauen wir uns an, wenn es wieder Abend wird. Also, im Herbst haben wir auf jeden Fall die Kohlernte. Ich glaube, rote Beeten können raus. Und wir haben zum Anbringen auf den Feldern nur Weizen. Das bedeutet, wir werden jetzt mal ganz kurz hier reingehen. Ich muss ja so langsam das Management mehr bemühen. Wir haben gesehen, bei der Feldarbeit sieht es ja ziemlich cool aus, wenn man die Felder so schön anlegen kann. Ähnlich geil ist es, wenn man hier in der Scheune da reingeht ins Menü. Geschicklichkeit der Arbeiter 9 steht hier. Ich glaube, das ist die Geschicklichkeit unserer beiden Arbeiter, die zugeteilt sind auf der Scheune. Und wir können jetzt hier auswählen, wie viel Leistung wir in welches Projekt geben. Und ich will einfach mal mich rantasten. Aus dem Grund würde ich sagen, wir geben hier mal die 100% Leistung. Oder von mir, ja doch, geben wir mal 100%. So, jetzt steht hier kein Arbeiter. Leistung erhöhen, können wir nicht noch mehr. Und dann würde ich sagen, wir gehen die Radegunde. Die hat nämlich auch einen 6er Farmskill, so viel ich das sehe. Gehen wir mal ganz kurz die von der Scheune abziehen. Weisen wir sie nochmal neu zu. Und sagen, sie soll Farmer sein. Und der Farmer ist ja der, der in der Scheune arbeitet. Jetzt haben wir praktisch eine Zuweisung eines Farmers auf die Scheune. Die wiederum arbeitstechnisch 100% auf Weizenkornherstellung ist. Und dann müsste normalerweise morgen, wenn die aufsteht, Weizen geklopft werden. Wir gucken mal ganz kurz rein. Ich merke mir mal die Körner, weil wir werden auch unterwegs sein. Ich muss natürlich noch Leute anwerben. Allen voran bräuchte ich eigentlich einen zweiten Holzfäller und damit auch einen zweiten Holzschuppen, weil der große Holzschuppen kommt erst recht spät jetzt. Also, wir haben so um die 252 Weizenkörner. Weizen haben wir hier. Wenn das jetzt stimmt, was ich gemacht habe und die Radegunde da zugewiesen ist, sollte das normalerweise funktionieren. Sehen wir morgen. Ansonsten haben wir im Herbst nicht allzu viel Feldarbeit. Das wird sich von alleine erledigen durch die Mitarbeiter. Wir werden hier einen kleinen Umbau machen. Und zwar möchte ich ja meine Fächerstraße hier runter, schräg da runter und später auch schräg da hinten runter. Da wird es wahrscheinlich ein bisschen eng und krumm da hinten. Und da möchte ich ein bisschen was umorganisieren. Das heißt, wir haben die Näherei 2, die tauschen wir mit der 1. Wir haben die Schmiede, die tauschen wir mit der Werkstatt und setzen das aber in eine gewisse Symmetrie. Das heißt, wir machen einen Stadtumbau im Herbst, werben im Herbst und gucken halt, dass unsere Arbeiter ihr Zeug machen. Jetzt gehen wir erstmal heim und dann schlittern wir in den Herbst drüber, meine Lieben. Und als allererstes schauen wir natürlich gleich, ob die das alles so machen jetzt auf der, in der Scheune. Ne? Fackel weg. Sag mal, Inga, du bist doch jetzt aber auch schon bald so weiter, ne? Vor wie vielen Jahreszeiten haben wir denn mit Inga geklickt? Alter, ich glaube, mein Haus geht kaputt. Jetzt sehen wir das wenigstens mal. Guck mal, unser Kohl, ne? Muss ich gleich mal durchgehen, welche Gebäude zu machen sind. Hier ist nichts drin. Rote Beete und Karottenernte steht an. Das müsste die Mildreda jetzt nochmal dieses Jahr machen, ne? Meine Hühnchen. Ei, gute Morgen. Stück! Die kann man, glaube ich, auch weghacken, ne? Aber ich lasse meine leben. So, du besorgst Holz. Habt ihr jetzt eigentlich schon mal Rundholz besorgt hier? Ja! Sehr schön. Müssen wir auch einen zweiten Holzfäller einstellen dann, ne? So, die geht jagen, die geht zum Rundholz und die da... Hä? Mildreda? Wo ist denn die Radegunde, Leute? Habe ich die jetzt rausgekickt irgendwie? Ist die sauer? Radegunde? Ne, die muss da sein. Ich sehe sie aber nirgends. Radegunde. Extra Würstle Radegunde? Oder ist die gerade jetzt, weil ich, hat die sich was zum Futtern geholt? Ne, ne? Das machen die ja nicht so aktiv, oder? Ne. Ey, wo ist die? Habt ihr sie gesehen? Das klappt ja super. Das klappt ja toll. Vielleicht hätte ich keine 100% Leistung verlangen sollen. Mildreda ist da. Die anderen zwei sind davon geschnalzt, ne? Ey, guck mal. Seit wann haben die Quests? Muss ich gucken. Wir machen gleich eine Werberunde. Vielleicht ist alles wieder okay, wenn ich zurückkomme. Offensichtlich kann ich hier... Kann ich dir bei etwas helfen? Vielleicht brauche ich deine Hilfe. Was ist los?
Ich bin dabei, auf die Jagd zu gehen, aber mir fehlt immer noch etwas Ausrüstung. Wirst du sie für mich besorgen? Sicher, das wird nicht allzu lange dauern. Zeit zum Jagen. Ah, kann das sein, dass ich ihr den Bogen? Ich habe eine Arbeit für dich. Warte mal, muss ich mal kurz reingucken jetzt, was war da? Schornl. Zeit zum Jagen. Ach, guck mal an. Liefere einmal hölzerner Speer. Ist ja genial. Oh, die kriegt er. Ey, das wusste ich gar nicht, dass unsere eigenen Leute Missionen haben. Machen wir natürlich, oder? Das restliche Holz nehme ich mit runter, dann können wir vielleicht schon anzeichnen. Ich würde jetzt aber lieber gerne wissen, wo meine Radegunde hin ist. Gucken wir gleich. Die ist mir auch schon mal irgendwann, als ich die Folge gestartet habe, nämlich so in einem halben Gebäude drin gesteckt, ne? Die glitschen nämlich manchmal schon noch herum. So, ein Speer für meine Jägerin. Und wir hatten im Dorf noch eine Mission im eigenen, ne? Ob ich doch richtig singen? Schön! Ja, das muss ja Early Access. Da regt man sich gar nicht auf, oder? Man freut sich einfach, was schon geht. Guck mal, ich glaube schon, sieh dir das an. Ah ja, die fragt, ob ich alles habe. Ja, das sollte reichen. Hier ist etwas Gold für ihre Mühe. Ey, 125 Münzen? Es sollte andersrum sein, dass ich euch bezahle. Hölzerner Speer. Ich mach mal den Bogen auch rüber. Das ist natürlich cool, du nimmst deinen Mitarbeitern das Werkzeug weg und dann bezahlen die dich, wenn du Neues bringst. Mildrederle, danke. Herzlichen Dank. So können wir unsere Steuern nächstes Jahr aus eigener Tasche finanzieren. Hallo, hier ist der Boss. Gleich mal die Spitzhacke wegnehmen. Beziehungsweise die Gartenhacke. Machst du hier das Feld? Das ist aber einfach super, oder? Ach, guck mal. Unsere Mildreder, die ist offensichtlich irgendwo. Nicht die Mildreder. Ja, die ist schon an der Scheune, Leute. Aber wir sehen sie nicht. Die ist irgendwo hier. Klitscht die rum. 100 Pro. Was natürlich sein kann. Die braucht vielleicht jetzt. Ne? Die Hacke ist da. Sense ist da. Tasche ist drin. Ja, ich weiß nicht, wo sie genau ist. Ich sehe jetzt im Moment nur. Siehst du, irgendwo hier ist das Ausrufezeichen da drin. Die klitscht da drin rum. Das ist natürlich scheiße. Entsprechend wird wahrscheinlich hier sich auch noch nichts getan haben, ne? Doch, 246 Weizen. Warten wir mal ab, wenn wir zurück sind gleich von unserer Tour, ob sie dann wieder da ist. Hier ist schon mal geerntet, das passt schon. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Wir machen jetzt Folgendes, meine Lieben. Wir bauen uns jetzt schon mal vorsorglich den Holzschuppen. Ich hoffe, da kann ich zwei bauen. Nehmen wir uns noch drei Rundhölzer hier raus. Brennholz mache ich dann heute Abend. Dass da jetzt das Zeug reinkommt. Weil das wäre nämlich cool, wenn wir noch einen hätten, der Holz liefert. Weil ich brauche es zum Bauen und zum Verheizen. Ne? Also, wir halten jetzt im Hinterkopf. Wir müssen hier mit Radegunde. Wenn wir Glück haben, sprechen wir mit der. Samen benötigt hat, die macht uns das Feld, die macht Weizen, bis es soweit ist. Sie ist ja auf dem Jagdtrip und ich würde tatsächlich sagen, dass wir uns das hier dazu bauen, Leute. Dann ist es so ein bisschen beieinander. Ich finde, das kann man ruhig zusammenstellen, Holzschuppen und Ding. Ist es richtig, was ich sage, wenn ich würde ihn so ein bisschen anschrägen hier vielleicht. Ja, so ist doch okay. Das gefällt mir ganz gut. Wir brauchen was? Ein Rundholz. Ja, und Stroh habe ich jetzt natürlich unten. Aber komm mal her, wenn das nicht mehr so viel ist. Zwei Rundhölzer und acht Stroh, wenn ich es richtig sehe, oder? Huch. Ja, dann wird da vorne nämlich das tatsächlich ein bisschen gleichmäßiger. Da kommt jetzt eine Hütte hin, wo aktuell die Werkstätten sind. Und dann kommt rechts die Werkstatt und links die große Näherei. Und die biegen wir so leicht ein, dass ich die zweite Fächerstraße reinkriege. Ne? Radegunde steckt im Stein. Ich hoffe, die ist ja noch zufrieden. Das wäre mal fast viel wichtiger. Jo, das passt noch. Oh, was ich auch noch probieren wollte, das machen wir, bevor wir in die Dörfer gehen. Ich nehme an, die werden reichen. Und dann brauche ich Stroh. Dann nehme ich jetzt mal so. Und zwei Rundhölzer, ne? So, pass mal auf, das würde ich nämlich jetzt noch kurz gerne machen.
Das ist doch das Haus von den zwei Mädels. Die waren als erstes da, ne? Da machen wir jetzt den Zerstörungsmodus mal rein. Weil ich noch keinen Lebewurf habe, nix. Ich würde gerne hier Fenster reinbauen. Aus Stein. Aus Stein, habe ich mir überlegt. Das heißt, ich gehe jetzt hier Edit. Fenster. Stein. Edit. Fenster. Stein. Weil irgendjemand in die Comics auch reingeschrieben hat, dass sie die Zufriedenheit, dass sie eine Zufriedenheitssteigerung bekommen, wenn das Haus verbessert, sich verbessert. Ne? Schauen wir mal, ob es schon ein bisschen was bringt, wenn man ein bisschen was verbessert. Ich brauche jetzt noch 1-2 Rundhölzer für oben und der Rest für hier. Und dann haben wir hier ein Upgrade. Müssen allerdings gleich gucken, ob da noch alles okay ist dann in der Statistik, ne? Dass die das noch als Zuhause annehmen. So, hier haben wir eine kleine Aufwertung jetzt drin. Auf jeden Fall sind Fenster drin. Ich gucke jetzt mal kurz, ob die noch zugewiesen sind. Heimatlos. Also muss ich sie kurz einreihen wieder. Welches Haus waren das dann? Kriege ich das mit? Heimatlos ist immer blöd. Radegunde, du warst die Erste. Du wirst auch jetzt wieder zugewiesen. Einfaches kleines Haus. Es müsste das hier sein, ne? Das kann man leider nicht. Das liegt weiter unten. Das hier wird es sein. Akzeptieren. Und zuweisen. Habe ich jetzt jeder ein eigenes Haus zuweisen müssen? Hier steht beschädigt. Da wollte ich mich auch noch kümmern. Das heißt, ich habe die jetzt anders zugewiesen, wie ich es hatte, ne? 49. Mal gucken, ob es wieder steigt. Sie haben auf jeden Fall ein Zuhause wieder. Ach so, guck mal, das müssen wir noch ganz kurz checken, Leute. Zerstören, aufrüsten, Reparatur. Sticks brauche ich, glaube ich, für die Seitendinger. Weiß nur nicht, wie viel. Okay, das hat gepasst. Hat auch gepasst. Sonst noch? Da unten geht es gerade weiter, guck mal. Aber das Gebäude reiße ich ab, das lassen wir jetzt. Weil die sind noch nicht in Benutzung. Alles klar. Also langsam kommen wir mit allem in Berührung. Schöne Geschichte. Nochmal kurz reinglinst. Sind wir wieder auf 50. Also das bisschen Aufbau hat jetzt noch nicht viel gebracht. Ne? So. Radegunde. Die steckt hier irgendwo drin, Leute. Das war jetzt schon mal die Tage, nur habe ich sie da noch gesehen wenigstens. Auf geht's. Ah, herrlich. Sind wir am Rumwuseln hier. Ich bin gespannt, wenn ich den Umbau mache. Da werden wir ein bisschen schneiden, wenn ich das Matz-Zeugs besorge dafür. Weil das will ich baldmöglichst in der Folge mit euch zusammen angucken, den Umbau. So, Hämmer und Memmer. Holzschuppen ist abgeschlossen. Auf die Steuer gucke ich gar nicht, ne? Da bin ich schmerzbefreit, was Steuer angeht. Ich würde sagen, die haben zwar ihr eigenes Werkzeug, das haben wir schon ein paar Mal festgestellt, aber ich kann hier die schon mal rüber machen. Dann gehen wir mal rüber ins Dorf und schauen. Beim Unigos sei ich schon bei unserem Schwiegervater. Ja, wenn das im Nachwachsen ist, wird es schon gut. Schauen wir mal beim Schwiegerbabbes, ob wir jetzt noch jemanden geworben kriegen. Wir sehen uns gleich drüben. Dann schauen wir mal durch, wer in Frage kommt heute. Diesmal sitzen sie gar nicht. 1, 2, hier haben wir eine Dreierjägerin. Das wäre natürlich auch cool. Hier haben wir auch eine Dreierjägerin. Das ist ein. Komm, wir fangen bei der. Achso, wir wollten eher mal auch einen Kerl auf den Hof holen, ne? Dass die da vielleicht Pärchen bilden und so. Pass mal auf. Strohgummier! 67 Zustimmung. Wenn wir den nächsten Treffer haben, haben wir einen. Hast du einen Moment Zeit für mich, Strogo? Schönes Wetter heute. Nee, wie ist es dir in letzter Zeit ergangen? Beim ersten Mal bringt null, gell? Ich muss es probieren. Ich muss es probieren. Schönes Wetter. Bam plus 5. Ich baue eine Siedlung. Gut, wir sehen uns dort. Strohgummi eingesackt, Leute. Und offensichtlich habe ich auch noch genug Platz gehabt. Ne? Den hätte ich ja gern mit der Kappe, aber der gehört hier ins Dorf. So, sollen wir mal gucken, dass unsere Mädels Männer kriegen? Wobei die Kleine hier, ne, die können wir nicht. Haben wir eine Jägerin? Wie weit war ich denn bei dir? Bei 53? Komm, wir gehen mal das Risiko ein. Wie ist die Arbeit? Ich hoffe, dir geht es gut. Plus 5. Ich genieße, was ich tue. Feldarbeit, adlig. Ich hörte die Leute sagen, tolle Gewänder. Na, da fahrt ihr nicht drauf ab. Komm, wir probieren es mit der Feldarbeit. Plus 2.
Du bist es wohl gewohnt, mit Schlamm bedeckt zu sein. Offensichtlich bin ich geduscht, sonst hätte ich einen anderen Spruch gekriegt. Hey, hast du einen Moment Zeit für mich? Hast du Gerede gehört? Du sollst dich nicht mit dem Kopf in Lalala stecken, mit deiner Nase? Komm, wir geben den hier. Plus null. Okay, wir sind durch bei ihr, aber wir haben nichts veräppelt und versemmelt. So, was am Hof. Der Geralt ist wie alt? 22. Und du? 29. Probieren es mit dem Jüngeren. Hast du einen Moment Zeit für mich, Geralt? Wie ist die Arbeit? Plus 5, zack, haben wir den nächsten. Wir sehen uns dort. Kommen wir mal weiter, wir haben Lauf, Leute. Der ist erst bei 50%. Minus 2, endlich mal einer, der daneben liegt. Frage? Okay, Strohgummier. Ah, der hat sich automatische Plätzle gesucht. Okay, Strohgummier hat jetzt hier auf der Handwerksgeschichte, jetzt muss ich mal ganz kurz rüber switchen, auf die Fähigkeiten. Holzfäller, das heißt, wir müssten mal gucken, welcher von beiden wäre denn besser geeignet. Der Strohgummier wäre besser geeignet als neuer Holzfäller, ja. Also Arbeit zuweisen, Holzschuppen, Arbeit zuweisen, Holzfäller. Und der Geralt wäre ein geiler zweiter Jäger erstmal, oder? Dann lassen wir den sammeln und sie lassen wir jagen gehen. So, komm her. Jagdhütten, Arbeit zuweisen, Sammler. Der Sammler Pilze. So, das heißt, jeder hat Arbeit, jeder hat einen Wohnplatz. Ne? Was ich jetzt nicht mehr weiß. Wir gehen mal kurz rüber mit dem Alvin sprechen. Da kriegen wir, glaube ich, nochmal Geld. Und dann gucken wir mal drüben. Kann sein, dass wir erst wieder Häuser bauen müssen, ne? Ich habe nochmal reingeschaut. Wir müssen noch ein kleines Häuschen bauen, wenn wir zusätzlich hier holen wollen. Wir labern jetzt kurz mit dem Alvin, dann gehen wir hoch, werben. Falls wir einen soweit kriegen, gehen wir erstmal heim Häuschen bauen, ne? So, ich weiß nicht, ob der schon wieder schießen will, aber wir haben eine Sprich-mit-ihm-Quest, also pass. Oh, Diggerle, was sind das für Cup? Hoho! Beanie? Mittelalterle Beanie? Hallo Jäger, ist es an der Zeit für unseren nächsten Wettkampf? Wir werden nicht mehr an Wettbewerben im Scheibenschießen teilnehmen. Das ist ein Spiel für Kinder. Oh, woher kommt diese Veränderung? Sambor selbst hat mich ausgebildet. Ich jage schon seit langem wild. Du hast sicher einiges an Vertrauen dazu gewonnen. Ich habe einmal einen Bären gejagt. Nichts macht mir jetzt mehr Angst. Ein Bär? Herzlichen Glückwunsch. Das ist wirklich eine große Sache. Ich habe 9 Stunden gebraucht. Sie sind nicht nur schwer zu töten, sie sind auch schwer zu finden. Glaubst du, du könntest es besser machen? Ich weiß, ich kann es versuchen. Gut, du hast 8 Stunden. Töte in dieser Zeit einen Bären und ich gebe zu, dass du der beste Jäger bist, den es gibt. So gut sich das anhört, bevorzuge ich doch etwas Wertvolleres. Ich will das aber jetzt nicht machen, ich habe Pläne. Wenn du scheiße hast, behalte ich deine 200 Gold. Bezahle im Voraus, dass du es vielleicht nicht zurückbekommst. Es ist gut zu wissen, dass du dich Sorgen um mich machst. Was ist, wenn ich es nicht rechtzeitig schaffe? Ich werde dir meinen Bogen geben. Das klingt sehr verlockend. Deal, ich komme später wieder. Ich warte, aber nicht für immer. Alles klar, wissen wir Bescheid. Wissen wir Bescheid. Wir wissen ja, wo es Bären gibt. Das kriegen wir hin. Aber nicht heute, weil ich tatsächlich meine Pläne... Ne? Merken wir uns, Alvin ist unser Kumpel. Dann machen wir auf jeden Fall weiter. Hat es zufällig das Ereignis beim Unighost ausgelöst? Nee. Ich nehme an, wenn wir die Quest fertig haben, also wir brauchen noch 2 Mitarbeiter oder Dorfbewohner, dann haben wir die Quest erledigt, ne, die noch offen ist. Oh, schön. Das machen wir im Winter, Alvin, seine Jagdquest. Freue ich mich drauf. So. Was haben wir denn hier? Ist doch egal, ich nehme einen Moment erstmal alle. Bei 50%, dann hast du einen Moment Zeit. Hast du Gerede gehört? Hast du irgendwelche Tipps? Tipps sind sie meistens... Nee, null. Schönes Wetter heute. Oh, das ist ein kompletter Nullinger. Guck mal, war jetzt alles auf Null, ne? Okay, vielleicht haben wir einfach schon zu viele am Stück angeworben. Diplomatie ist mal hochgegangen. Wahnsinn, endlich mal. Diplomatiekenntnisse. Da habe ich jetzt die ganze Zeit dafür gesorgt, dass ich hier mehr habe. Das mache ich jetzt voll. Und beim nächsten Mal suchen wir uns was raus, ne? Das Geschenke machen vielleicht. So, meine Lieben, dann gehe ich jetzt rüber. Dann machen wir für heute noch die Stadtumbaumaßnahmen. Das, was noch zusammen anzeichnen. Dann kann ich einen Teil bis morgen vorarbeiten. Und dann machen wir morgen unser Werberründchen
da hinten weiter. Wer hat denn da die Mission? Warte mal geschwind. Ist doch da, wo der Alvin früher geschafft hat. Hm? Kannst du meinen Sohn zurück aufs Feld bringen? Bei uns wächst nichts mehr. Ach du je, steht das bucklig da, das Männle. Didedüm, didedüm. Jo, servus Edwin, grüß dich. Kann ich dabei was helfen? Nicht wirklich, nein. Bist du sicher? Du scheinst sehr aufgebracht zu sein. Ich hatte einen Streit mit meiner Frau und jetzt will sie nicht einmal mehr mit mir reden. Vielleicht könnte ich mit ihr reden, sie überzeugen. Oh ja, das ist ja genau mein Ding. Du würdest das für einen Freund tun. Ich danke dir vielmals. Ich bin gleich wieder da. Ja, ja, ich rede mit ihr, Digga. Familienstreit. Ich mach das klar, Digga. Kein Problem. Gucken, ob sie bei uns drüben wohnen will. Das machen wir jetzt noch kurz. Ab und zu mal so eine kleine Mission muss reinflutschen. Das mit dem Anzeichnen, das passe ich jetzt dann schon gleich an. Das wird dann schon. Wer ist denn dem seine Frau? Und vor allem, warum ist die außerhalb vom Dorf? Hä? Wer ist der Alvin? Ich muss die Quest erst markieren, sonst finde ich dem seine Frau nicht. Da-da-da-da-dam. Ich hoffe natürlich die ganze Zeit, während wir hier unterwegs sind. Oh, und was ich auch machen wollte. Unsere kleine Olga, mit der möchte ich aussprechen, falls die Schwertle oder irgendwas haben möchte. Die hat hier gewohnt, gell? Vielleicht ist es sogar Olga. Nee, aber Adelina ist ja Frau. Hallo, schöne Frau. Hallo. Was willst du? Ich denke, du solltest dich mit deinem Mann versöhnen. Er vermisst dich. Und er schickt einen Freund zu mir, anstatt selbst herzukommen. Er ist so faul. Steht aber auf dem Feld, der Alte, und schafft. Er ist so faul. Ich kann mich nicht einmal daran erinnern, wann er mir das letzte Mal einen Obstkuchen zubereitet hat. Früher hat er einmal in der Woche gemacht. Früher hat er es einmal in der Woche gemacht, nur kommt er von der Arbeit und legt sich direkt ins Bett. Was jetzt den Obstkuchen? Ich denke, ich sollte gehen. Jo, ich denke, wir sollten gehen. Sprich mit Edwin. Wo habt dann die kleine Olga jetzt? Wo ist denn die abgekommen? Ich muss doch mit der Olga schwallern. Ich fand es so cool, dass die Gänsehaus freigeschalten. Ich fand es so cool, dass die kleine Olga jetzt groß geworden ist, schon deswegen. Oh, no better, hat ihr weißes Kleid abgelegt. Wo ist die Kleine? Da vorne ist sie. Ne, das, die haben wir kennengelernt, da war die noch ein ganz kleiner Zwuggel. Deswegen, da möchte ich tatsächlich gucken, wenn die eine Quest hat, kriegt sie auf jeden Fall von uns eine Schaufel oder irgendwas. Olga. Hast du ein bisschen Zeit für mich? Entschuldige, meine Mutter hat gesagt, da achten wir drauf. Wenn die mal eine Mission hat, machen wir sie. So, komm, ich laber nochmal mit dem Obstkuchen-Typ. Früher hat er mir immer Obstkuchen gemacht. Ein Satz später. Früher hat er ein neues Gebäudeteil freigeschalten. Grabungsschuppen. Wo kriegen die Punkte her? Weil die auf der Farm arbeiten? Wirkt sich das auf uns aus? Ey, dann laufe ich nur noch in der Gegend um. Edwin, das wird schwerer, als ich gedacht habe. Hallo. Ich konnte deine Frau nicht davon überzeugen, zurückzukommen. Sie sagt, du wärst faul geworden, irgendwas mit Obstkuchen und sie wäre wütend, dass du einen Fremden schickst. Warte, du erwähntest Obstkuchen. Das ist es. Ich bin sicher, wenn ich ihn wie früher zubereite, wird sie mir noch eine Chance geben. Fremder, ich bitte dich nur ungern noch einmal um deine Hilfe, aber ich brauche einige Zutaten für die Zubereitung der Mahlzeit. Kannst du sie für mich besorgen? Ich habe bereits einige, sodass ich nur ein paar brauche. In Ordnung. Dankeschön, bitte. Los schauen, Bursche, was willst du denn? Was braucht bitte Eier? Viermal Beeren. Und jetzt haben wir Herbst, ne? Digga, du musst halt warten. Es sind momentan ganz, ganz schlecht Beeren zu bekommen. Wenn wir Glück haben, habe ich noch welche in der Kiste, in der Jagdhütte. Das war welche gesammelt haben, die ich noch nicht abgeräumt habe, ne? Lange Rede, kurzer Sinn. Wir sehen uns gleich drüben in unserem Dörfchen. Jetzt will ich natürlich schon wissen, was da abgeht, dass ich plötzlich so viele Dinger hier gekriegt habe, ne? Die Dinger habe ich wahrscheinlich gekriegt, weil ich gerade Quests gemacht habe, ne? Und ich habe Punkte gekriegt, oder? Hundertprozentig. Hundertprozentig. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich jetzt gerade irgendwie auf dem Schlauch stehe. Aber wenn die drüben arbeiten, kriege ich natürlich Punkte, ne? Schön, ich musste jetzt gerade euch schon mal früher reinnehmen, weil das sieht echt toll aus mittlerweile. Mit den vielen Gebäuden, guck mal. Sind eigentlich die Herren der Schöpfung schon angekommen drüben? Ne, die sind hier noch. Die werden wir dann erst sehen, wenn wir gepennt haben nochmal, ne? Ah, ist vielleicht ganz gut. Dann machen unsere Mädels wenigstens die Felder fertig, bevor es dann ins Nest geht. So, meine Lieben, das haben wir wieder. Ja, servus. Mal der Ingerle noch einen Schmatzer kurz auf die Lippen drücken. So.
Hast du einen Moment Zeit für mich? Schönes Wetter haben wir heute, findest du nicht? Ja, ziemlich. Kannst du ein bisschen bewegen? Herzenssache? Lass uns etwas anderes reden. Ja. Ach, Ingerle. Inga, die auf die Biberlen aufpasst. Ich glaube, Radegunde ist für immer verschollen, Leute. Aber... Ja, wir gucken nochmal rein, ob es mit dem Weizen irgendwie was gebracht hat. Jo, 201 Weizen wird abgearbeitet und ich nehme an, dementsprechend haben wir Weizenkorn, oder? Jo, das läuft. Sie ist zwar nicht zu sehen, aber sie schaftet und schuftet. Weizen? Watson? Watson? Ach, Mildreda, ich kann es dir gar nicht sagen. Ich hoffe, dass ich einen der Männer zu dir zujustiert habe, weil ist schon ziemlich cool, ne? Damit ist die Arbeit nämlich erledigt, was die Felder angeht. So, jetzt schauen wir mal, ob wir hier noch Bärskis haben. Hallo. Ne, Pilze werden gesammelt, ne? Was ist schon ziemlich cool ist, wenn du es mal überlegst. Guck mal, ich brauche bloß noch abräumen. Alles klar. Jägerskollege hast du jetzt, ne? Das heißt aber, der Typ ist noch nicht mal angekommen und hat trotzdem hier schon Pilze gesammelt, ne? Weil sie ist ja nur Jägerin. Also das läuft, meine Lieben. Jetzt schauen wir gleich mal, ob die Taverne bewohnt ist heute Abend, ob da was geht. Und ich muss im Ressourcenlager nochmal ganz kurz nachschauen, ob da Rundhölzer drin sind. 14 Stück. Vorne haben wir erst welche rausgeholt. Hammer. Das heißt, ich müsste mir jetzt aber fast überlegen, den nächsten, den wir anwerben, den stecke ich in die Taverne. Und da muss ich auch langsam mal ran, ne? Auf jeden Fall muss ich mal so sagen, wir haben echt massig Zeug. Huch. Ich hoffe, da nimmt sich keiner einen vergifteten Pilz dann raus. Guck mal, wie viel Futter ich drin habe. Allein Fleisch 70, 80, 90, über 100 Fleisch. Die Eier verkaufe ich, wenn wir das nächste Mal unterwegs sind. Die will ich loswerden. Da mache ich momentan nichts damit. Guck dir das mal an. Wir haben vor allem 50 Kilo kannst du reinpacken. Und 114 sind drin. Das wird wahrscheinlich auch bald gepatcht. So Leute, dann sind wir so weit, dass wir den Umbau angehen können. Das wird jetzt kurz im Herzen wehtun. Ich muss hier einmal geschwind ausräumen. Wenn wir Glück haben. Alter, das sind auch nochmal 28 Rundhölzer drin. Die kriege ich ja gar nicht bewegt. Zumindest nicht auf einmal, ne? Mal gucken, wie viel kann ich denn da mitnehmen noch? Was habe ich jetzt noch? 17. Ja, ein bisschen überladen kann man schon sein. So, meine Lieben, dann bringe ich das immer geschwind ins Ressourcenlager. Ne, wir machen das jetzt zusammen, das Anzeichnen und das Material dafür besorgen. Das ist ja das Ressourcenjahr, wer sich erinnert. Da werde ich natürlich ein ganz kleines bisschen auch in Vorlauf gehen. Pass mal auf, ich mache mal die Rundhölzer jetzt erst hier rein, die Sticks hier rein. Ich muss nämlich das alles erstmal aufräumen. Auch das, die Näherei muss ich leer machen erstmal, ja. Das mache ich jetzt kurz und da hole ich euch gleich nochmal dazu. Alles ausgeräumt. Ich habe gleich nochmal gespeichert und neu geladen in der Hoffnung, dass Radegunde mal wieder auftaucht. Aber die klemmt wohl für ewig hier fest, wenn wir Pech haben. Wenn wir Pech haben, muss ich die Dings abbauen, ne? Das Gebäude, wenn ich die nicht befreien kriege. Wir gucken aber mal, wenn es morgen früh ist. Ich dachte, weil Feierabendzeit ist vielleicht, ne? So, wir schauen mal eben, ob in der Taverne was los ist. Leute, ich sehe tatsächlich jemand unten sitzen. In der Taverne brennt Licht. Die ist aber alleine hier. Ich glaube aber, die Kerle sind vielleicht noch nicht ganz angekommen. Na doch. Ne, die sind noch hier vorne. Die werden wir auch erst morgen sehen, nach dem Pennen. Wer hockt denn hier und will was? Jadwiga. Jadwiga sitzt in der Taverne. Sehr cool. Da müssen wir uns auch noch drum kümmern dann entsprechend. Ja, aber schön, dass da jemand hockt dann abends. Das wird schon cool. So, jetzt machen wir ganz kurz den Abbau. Das können wir noch machen. Hier ist jetzt alles soweit aufgeräumt. Ich habe den Hammer raus. Zerstörungsmodus. Und jetzt bauen wir die Hütte hier ab. Das ist die Werkstatt. Müssen wir natürlich wieder aufbauen, wenn wir dann soweit sind. Im Moment brauchen wir es aber nicht. Oh, ich glaube, die war eh schon am Kaputtgehen hier auch, ne? Was jetzt aber nicht der Grund ist, warum ich sie abreiße. So, die Werkstatt ist weg. Wir gehen wieder auf Aufbau. Ich brauche 6 Rundhölzer. Vielleicht machen wir die aus Stein. Wie viel Stein haben wir denn? Jo, wir haben 72 Steine. Ich würde sagen, das geht. Das ärgert mich gerade ein bisschen, dass der eine Bewohner jetzt hier drin klebt. Aber was willst du machen, ne? So, wenn wir Glück haben, passt das jetzt genau hier rein. Und zwar das kleine Haus.
Und das muss ja so wie das da drüben hier angebaut werden, ne? Das heißt... Nee. Ich muss erst die Näherei wegbauen, weil das ein bisschen länger ist. Finde ich übrigens gut, dass man es nicht einfach abreißen kann, tatsächlich scheinbar, sondern dass man es nacheinander demontieren muss. Die Gefahr, dass man es dann zerstört aus Versehen, ist dadurch geringer, ne? So, stopp, das war's. Herrlich, das gefällt mir tierisch. So, meine Lieben, das wird jetzt genauso angebaut wie das da drüben auch. Und wenn ich das richtig weiß, haben wir das ziemlich mittig angesetzt. Ne? Das müsste dann von der Dings her ungefähr so und dann so weit vor, wie es muss. Oh, das geht nicht. Gar nicht so einfach, ein Häuschen dahin zu kriegen. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, dass ich die Schmiede hier hinbaue. Die wollte ich sowieso setzen, aber eigentlich neben das Häuschen. Aber ich krieg's hier nicht hin, das Haus. Was wir noch probieren können, vielleicht bevor ich mich jetzt dafür entscheide, dass wir ein großes Haus hinbauen. Das könnte man kurz probieren. Einfaches Haus, ne? Einfaches kleines. Ne, aber durch das, dass die Eingänge so tief sitzen haben, ist das nicht so einfach, siehste? Will hier nicht hin. Deswegen entscheide ich mich jetzt einfach dafür, dass wir die Schmiede bauen wir jetzt hier hin. Den Schniedel, was ist denn da los? Taverne haben wir schon hier. Schmiede? Weil die geht nämlich hin, ne? So. Nochmal kurz rein. Dass das wirklich so gerade als möglich, aber trotzdem mittelalterlich krumm bleibt. So. Dann haben wir hier praktisch jetzt das Gebäude an das. Es sieht gleich aus. Eines ist halt eine Werkstatt und das andere ist halt so eine Geschichte hier. Und dann müssten wir jetzt normalerweise hier dagegen das kleine Haus bauen und auf der anderen Seite die Näherei. Dann bin ich zufrieden. Dann habe ich nämlich, weil ich muss die Fächerstraße ein bisschen auseinanderziehen, sonst klatschen die so aufeinander. Ich habe noch ein Rundholz, das heißt, ich brauche 5 Stück. Ja, das wird jetzt schon gehen. Das wird jetzt schon gehen. Gebäude, kleines Haus. Wie mache ich es denn vom Eingang her? Ich könnte es sogar leicht anschrägen jetzt. Jetzt gucken wir erstmal, ob es so hinpassen wird. Das muss, ja, das würde gehen. Ich könnte es allerdings auch leicht anschrägen, wenn er mich lässt. Nee. Gerade geht es aber hin. Gerade geht's hin. Ich könnte mir aber vorstellen, wenn ich es so eindrehe. Wir müssen es aber hier nochmal anpassen. Und dann leicht hier so schräg. Ich glaube, das ist nicht schräg genug. Eingang ist ja rechts. Das ist das Wichtige jetzt momentan. Machen wir die Fackel kurz weg. So, nochmal. Wenn ich es so hinmache. Ja. Wisst ihr, warum leicht angeschrägt? Weil jetzt ja hier noch später auch nochmal ein Gebäude hin muss, das leicht schräg ist, dass wir die schräge, die Straße so fächermäßig darunter kriegen. Jetzt ist es aber wahrscheinlich. Das ist kerzengerade, es ist überhaupt nicht angeschrägt. Guck mal. Ja, ist egal, dann mach, ich krieg das schon hin. Das lassen wir jetzt aber so. Das ist dann praktisch die nächste Straße, ne? Ich würde sagen, wir machen uns mal hell und gucken es uns gleich nochmal an. Gab nochmal eine kleine Änderung. Hier bauen wir jetzt tatsächlich die Werkstatt klein nochmal auf. Anders kriege ich es gerade nicht hin mit meinen Fächerstraßen, weil ich den Bauplatz jetzt nicht aufgeben will. Hier kommst du Kerzen gerade runter zur Taverne. Dann haben wir hier leicht angeschrägt die Näherei. Es wird jetzt irgendwann hier wahrscheinlich noch ein kleines Haus dazukommen, weil wir werden ja noch Leute holen. Ich will es nur mal kurz anzeichnen. Kann sein, dass ich es dann auch nochmal wegmache. Es geht jetzt darum, rauszufinden, ob das so aussieht. Da muss man halt ein bisschen Ressourcen verholzen. Ne? Das wird dann so aufgebaut. Die hier ist die kleine Werkstatt und der hier ist die Schmiede. Braucht man normalerweise nicht alles, aber früher oder später ist es nicht schlecht, wenn man beide hat. Und dann käme jetzt normalerweise als nächstes, um eben den Fächer hinzukriegen, das nächste kleine Haus, zumindest hier. Müssen wir jetzt die Gasse bilden. Das heißt, ich müsste das hier etwas so anheben. Dann rüber. Das wäre etwa die Breite der Gasse.
Okay, dann müssen wir so einschrägen. Man kann das schon nutzen, die Stellen hier, ne? Man muss tatsächlich halt ewig rumprobieren zum Teil. Auch hier wieder ungefähr den Laufweg leicht anschrägen. Nochmal kurz gucken. Muss halt ein Gefühl dafür kriegen. Ich würde es gerne weiter vorziehen, aber... Ich kann natürlich da noch eine Dings bilden, einen Fächer. Ungefähr hier. So. Dann haben wir die Mitte, da können wir dann später die Gänse von mir das hinmachen. Fächerstraße 1. Leicht angeschrägtes Haus, Fächerstraße 2. Dann käme hier nochmal eins hin irgendwann. Und da haben wir jetzt tatsächlich einmal den Ausläufer hierzu. Ist okay. Und jetzt müssen wir dann natürlich hoffen, dass wir hier in der Gasse auch nochmal ein, zwei Häuser oder einen Hof hinkriegen. Oder vielleicht den Schweinestall. Und dass wir hier auch nochmal so eine Fächerstraße bilden. Und dann kommst du irgendwann hier ins Dorf. Dann haben wir hier Sträßle. Müssen natürlich halt, es dauert noch eine Weile, bis das alles ausgebaut ist, ne? Dann haben wir dann später hier die Straße. Und wenn dann noch ein Stückchen weiterläufst, kurz bevor du zur Stadt rausgehst, wird hier dann nochmal die Straße sein. Und dann haben wir natürlich auch hier so einen kleinen Hinterhof später, ne? Schauen wir einfach mal, wie es wird. Wie sieht es denn aktuell aus? Was würden das Steuern kosten? 520. Offensichtlich hat sich da jetzt noch nichts verändert. Wichtig ist, dass das hier einen Halbkreis bildet. Kann auch sein, dass ich später das hier auch nochmal umsetze, dass ich vielleicht tatsächlich hier die zwei größeren Versionen vorhole, das andere hinten dran baue. Das müssen wir mal sehen. Jetzt schauen wir mal, wie es so wird. Ich bin sehr, sehr gespannt. Mein Lieben, wir sehen uns morgen, geht's weiter. Ich werde hier ein ganz kleines bisschen Stroh schon mal besorgen und alles, dass wir die Gebäude frühzeitig fertig bekommen. Und dann geht's an die nächsten Leute, ne? Hier ist momentan im Management ja alles auf 50. Guck mal hier, 52% sind, glaube ich, dann... Die Männer sind mit 52% und die, das heißt, weil sie wahrscheinlich einen Partner haben, ne? Das heißt, wir brauchen noch zwei Kerle, wenn ich es richtig sehe, ne? Zwei Frauen, zwei Männer, zwei Frauen, alles klar. Kümmern wir uns drum, bis dann.